Hey Freunde, damit kommen wir zu den Alien-Artefakten der Woche 5. In diesem Clip zeige ich euch kurz alle Fundorte. Wir fangen gleich mit dem ersten hier im Believer Beach an. Dazu müssen wir hier zu dem zweiten Haus. Dazu landen wir hier bei dem Haus mit der Rakete auf dem Dach. Und dann müssen wir hier zu dem kleinen Vordach. Und direkt darunter hätten wir das erste Artefakt. Weiter geht's mit dem zweiten Artefakt hier im Misty Meadow unter dem Uhrenturmdach. Kloppt euch da einfach durch oder baut euch hoch und dann hätten wir hier das zweite Artefakt. Weiter geht's hier mit dem dritten Artefakt in Riddle Roar hinter der Bushaltestelle bzw. neben dem Basketballfeld. Dazu landen wir hier einfach. Hier links haben wir das Basketballfeld, hier vor uns die Bushaltestelle. Dann sammeln wir kurz das Artefakt ein und damit hätten wir 3 von 5. Damit kommen wir auch schon zu dem vorletzten. Das finden wir hier über der Radiostation, ziemlich am Wasser. Dazu fliegen wir hier an der Radiostation vorbei, in Richtung Wasser. Dann haben wir hier so einen kleinen Zeltplatz. Und dort links am Baum haben wir das vorletzte Artefakt. Kurz einsammeln und damit kommen wir auch schon zum letzten Artefakt. Das finden wir mittig im Pleasant Park unter dem Pavillon-Dach. Dazu landen wir hier einfach. Wir nehmen erstmal eine Waffe, weil hier fliegen immer gut viele Leute mit und dann hätten wir das auch schon hier oben. Jetzt bauen wir uns hier einmal kurz hoch. Zack. Sammeln das kurz ein und damit hätten wir alle 5 Artefakte der Woche 5. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!